Das sind die vorerst letzten Fetzen Zweitklassigkeit des DSC Arminia. Völlig fassungslos muss die Fans am Montagabend in der Schüko Arena mit ansehen, wie Arminia doch noch gegen Darmstadt verlor. Die Aufregung richtete sich am Ende vor allem gegen Trainer Norbert Meyer. Ich hab den Vorteil von hinten, man läuft, da geht gar nichts. Die Pässe kommen nicht an, ich verstehe auch nicht, warum er mal wieder Appia reinbringt. Der macht nur Scheiße. Ich versteh's nicht. Er kann's einfach nicht. Es ist einfach, man versteht sich. Man hat Lorenz, man hat Achaber, wen bringt der Rennecke und Meinka auf die Bank? Damit kann man's einfach nicht schaffen. Also, selbst wenn wir 3-1 haben, dann kriegen wir es hin, das wieder zu vergeigen. Und es wird so ein Herzscheiß. Das ist kurz vor Herzinfarkt. Also, kann der nicht endlich mal abpfeifen? Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel versucht Norbert Meyer das Ergebnis zu erklären. Vieles aufgegangen von dem, was wir uns vorgenommen haben. Im Rückspiel sah das heute anders aus. Natürlich war es so, dass uns gerade Christian Müller schon in der Anfangsphase von einer Verletzung ausfiel, der in den letzten Wochen sehr, sehr wichtig war für uns. Miro Klose eigentlich nach 45 Minuten schon mit seinen Kräften am Ende war. Ben Zahar früh raus musste. Bei aller Dramaturgie, die das Spiel mit sich gebracht hat, muss man einfach konstatieren, dass der Sieg für Darmstadt verdient ist.